Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge auf der neuen Karte beim alten Let's Player. Der NRW bei 18 hier und ich begrüße euch in Hamburg, genauer gesagt am Altona Bahnhof. Wir befinden uns auf dem Add-on Hafen City. Es ist vor einigen Tagen erschienen. Viele von euch haben auch schon Let's Plays dazu gemacht. Ich bin jetzt auch einer, der jetzt hier fährt und zugleich auch direkt einer, der Probleme hat, denn bei mir steigen keine Fahrgäste ein. Es gibt bei diesem Add-on einen neuen Bus, einmal in der Solo, einmal in der Gelenkvariante, der erste vollwertige Hybrid, den man vom Payware-Sektor kennt bei OMSI. Das ist ein Volvo. Aber alles klappt, ich kann alles wunderbar einstellen, aber keine Fahrgäste steigen ein. Ich bin mal spaßeshalber mit einem Citaro hier gefahren, da sind die Leute eingestiegen. Also es scheint wieder wohl nur ein Problem bei mir zu sein. Aber nun ja. Die Karte Hafen City, wie gesagt, ist jetzt vor ein paar Tagen erschienen. Hier haben wir einen wunderschönen C2 stehen. Aus dem Hamburger Add-on 3 Generationen, glaube ich. Meine ich jedenfalls. Und das hier ist unser Bus. Der Volvo. Oh, jetzt schlag mich tot. 7900. L, glaube ich. Und LH war für die Gelenkvariante. Ich weiß es nicht. Schaut einfach in der Videobeschreibung. Da steht die richtige Bezeichnung dieses Busses. Aber 7900 war richtig. Ja. Insgesamt finde ich den Bus richtig schön. Da kommt ein C2 gerade auf uns zu. Wir gehen mal kurz auf Seite. So. Von vorne finde ich ihn, was das obere Segment angeht, wirklich richtig geil gelungen. Mit einem Spoiler und auch von der Seite her dieses höher gesetzt. Also ich finde einfach nur herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Was ich schade finde, ist, dass er die Radverkleidung, also sprich die Radhausschalen, nicht so verkleidet sind wie zum Beispiel beim C2. Der steht nämlich gerade hier vorne, das kann ich euch gerade schön zeigen. Da fährt er gerade. Oh, das ist schön. Jetzt zeigt ihn mal von der Seite. Da seht ihr das, diese Radhausschalen sind halt so ein bisschen anders verkleidet. Ach, da vorne steht auch noch einer. Hier sieht man es ja, die sind so ein bisschen eckig. Also der Hang geht wohl wieder mehr zu eckigen Bussen, aber nun gut. Aber von hinten finde ich, sieht da wirklich hässlich aus mit den Leuchten hier. Aber was ich auch wieder gut finde, ist hier oben erstmal die dritte Anzeige, Bremsleuchte. Hier oben dann die Blinker, das finde ich sehr schön gelungen. Hier die vollwertige Anzeige, also mit Ziel. Und hier unten dann die Liniennummer. Das finde ich auch sehr schön. Aber wie gesagt, hier die Leuchten, die finde ich leider ein bisschen plump. Aber auch hier wieder mit dem Danke-Aufkleber. Leider fahren bei uns überhaupt keine Busse mehr mit diesem Aufkleber rum. Finde ich sehr schade. Nun gut. Wie gesagt, es ist ein E-Hybrid-Bus. Der erste, den es für OMSI gibt. Natürlich gibt es aus dem Fansektor wesentlich mehr Bus und auch schon wesentlich früher, aber hier so Payware-Sektor, das ist halt der erste Bus dafür. Leider wohl nicht mit der vollwertigen Lizenz von Volvo, weil hier fehlt normalerweise das Logo und auch, wenn wir in den Innenraum gehen, fehlt hier das Logo und auch wenn hier gleich der Bordcomputer hochfährt, ist eigentlich das Volvo-Logo, also sprich dieses Mann-Symbol mit dem Spruch in der Mitte, Volvo, da steht dann Start oder Hallo, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber nun gut. Leider, leider. Aber hier, was fällt uns zuerst auf? Natürlich, das Cockpit ist ein bisschen sehr sonderbar und auch sehr gewöhnungsbedürftig. Im Gegensatz zu Lion City und Citaro. Weil die Anordnung der Knöpfe und auch die Piktogramme, die da drauf sind, die sind völlig anders als bei Mercedes und MAN zum Beispiel. Auch das Lenkrad ist völlig anders. Aber nun gut, komme ich später dazu. Der Boden, das ist die besagte Schiffs... Bodenoptik, so nennt man das, soll das Ganze aufwerten, höherwertiger erscheinen lassen. Ich finde, das hat auch sehr gut geklappt. Hier unten sehen wir sogar die Bürsten von den Türen, das finde ich ja mal geil. Wie gesagt, der gesamte Innenraum macht so einen sehr hochwertigen Eindruck. Allerdings, was ich wiederum lustig finde, ich bin ja mehr so einer, der so in den 90ern lebt. Und in den 90ern war alles etwas nicht so hell, sondern eher etwas dunkler, gemütlicher. Die Decken waren nicht so hoch, also halt vom Gefühl her. Ja, heute will man natürlich alles hell und grell beleuchtet. Jede Menge Tageslicht, dass man geblendet wird. Alles grau, modern und hell und Licht durchflutet, helle Farben. Und hier entscheidet man sich dann für so einen dunklen Holzboden. Aber nun gut, ich finde es cool. Ich finde, jeder Bus könnte so aussehen, vielleicht mit unterschiedlichen Farben, aber nun gut. Hier hinten haben wir eine Dreiersitzbank, weil hier Aggregate vom Motor noch drin sind. Hier hinten haben wir einen Spiegel für die dritte Tür, die sich hier befindet.
Und auch hier wieder schön, diese Türdrücker finde ich die besten, die es im Bussen geben kann oder auch in Straßenbahnen, weil sie unterscheiden sich völlig von den Haltewunschtasten, die auch hier die alten sind. Die, wie ich finde, die besten sind, denn hier hat man wirklich richtig ein haptisches Gefühl, man kann was reindrücken und gut ist. Bei den neueren, wo man einfach nur so drauf tippen muss, es sieht furchtbar aus. Und vor allen Dingen, dann hatte man bei uns das Problem, dass diese hier und diese hier für die Tür zu öffnen die gleichen waren und dann war alles völlig daneben. Aber nur gut. Ich könnte jetzt hier stundenlang über den Bus erzählen, was mir alles gut gefällt, was mir nicht so gut gefällt. Ich könnte von Herrn Reimann berichten, aber ich denke mal nicht, dass euch das gefallen wird oder dass euch das interessieren wird. Egal. Wir starten den Bus. Und da sehen wir es. Start. Stadt Volvo. Ja, mach mal. Ja, und auch das Potthässlichste an diesem Bus. Ich bitte euch, liebe Entwickler, habt ihr einen Tee gehabt? Das ist die Hupe. Das ist jetzt nicht irgendwie aus einem OP, der Patient ist tot. Das ist die Hupe von einem Bus. Aber nun gut. Ja, wir starten den selbigen mal. Und da finde ich den Sound wiederum wunderschön. Wir hören mal genau hin. Da vibriert sogar so ein bisschen das Plastik mit. Finde ich sehr schön. Der Gute pumpt die Batterie jetzt hier. Ach, guck mal, ja. Das hatte ich auch selten, dass die Batterie so voll ist. Und, genau. Wenn die Batterie voll ist, schaltet der Motor sich aus, weil der Bus steht. Wenn wir jetzt losfahren, dann haben wir vom E-Antrieb die Power und können elektrisch anfahren. Das heißt, das, was die meiste Kraft kostet, das Ganze in Bewegung zu setzen, übernimmt dann der E-Motor. Und nachher schaltet sich dann der Dieselmotor mit wieder dazu. So, gelöst haben wir hier die Haltebremse, dann haben wir einen Gang angelegt, dann haben wir hier die Heizungssteuerung. Hier haben wir auch sehr lustige Knöpfe, die auch alle eine Bedeutung haben, die ich aber jetzt raten muss. Man kann hier auch Hochton, Tiefton, das gibt es bei Mercedes auch. Das hört sich sogar sehr lustig an. Dann bei der Umstellung hat man dann entweder eine normale Hupe oder die Drucklufthupe. Schön mit fast 10 Bar. Und die Drücker haben wir hierfür auch, aber leider ohne Funktion. Schade, schade. Die Piktogramme, wie gesagt, gut, das hier ist ziemlich einfach und einleuchtend, aber wie sowas zum Beispiel hier oder hier auch wieder diese Taste, soll das jetzt nochmal für die Hupe sein? Man weiß es nicht hier, das ist die Beleuchtung, klar. Das Kneeling hat der Bus natürlich auch. Dann haben wir hier vorne den Flügelbetrieb, das Menü oder hier Blättern. Hier oben die Knöpfe sind meines Erachtens nach zentral öffnen, zentral schließen von den Türen, aber das funktioniert nicht. Auto nehmen wir raus. Das ist die Haltestellenbremse. Habe ich auch lange für gebraucht. Und um die jetzt wieder rauszukriegen, wenn wir jetzt auf... Oh, doch. Normalerweise ist es so, dass wenn wir das haben, dass wir erst nochmal auf die Bremse treten müssen und erst dann wieder aufs Gas. Erst dann gibt er sie frei. Aber nun gut. Ah, da ist er wieder ausgegangen. So, wir fahren jetzt. Und bei diesem Add-on ist es so, dass man das mit dem Add-on Hamburg Tag und Nacht kombinieren kann. Wo wir die Linie 109 und 688 fahren konnten und auch schon getan haben. Das können wir hier auch, allerdings auf der moderneren Karte. Zusätzlich können wir hier die Linie 6 fahren und die Linie 111. Die Linie 111 fahren wir heute. Die führt uns vom Bahnhof Altona zur Shanghai-Allee über Fischmarkt. Und die anderen beiden Linien, wie gesagt, aus dem anderen Addon werde ich wahrscheinlich auch noch fahren. Also die 109 und die 688. Ansonsten wäre das Addon mit zwei Linien sehr schnell abklabastert und ich finde, dafür auch so viel Geld auszugeben, ist auch sehr happig. Es hat nämlich vier Gründe, warum Omsi schlecht ist. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, mir fällt jetzt leider der Username nicht ein, der das Video veröffentlicht hat. Aber er hat auch da drin ganz klar gemacht, dass die Preispolitik bei Omsi wirklich total fehl am Platz ist. Das Hauptprogramm kriegt man für 30 Euro und jetzt zum Beispiel das neueste Add-on Metropole Ruhr kostet 35 Euro. Und das, was man dafür kriegt, das steht irgendwie in keiner Relation eigentlich zu dem, was man eigentlich ursprünglich mal gekauft hat. Weil wenn man das alles mal zusammenzieht, dann zahlt man für Omsi, wenn man sich wirklich alle Add-ons holt, 300 Euro knapp. Und das ist wirklich für unsere heutige Zeit eine ganze Menge Holz. Aber wie gesagt, schaut euch das Video selber an und dann könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen. So, 8.32 Uhr starten wir von Pause L3 und da kommt jetzt nämlich das nächste dazu. Pause L3 und Abfahrt.
So, erster Halt, Pause L3. Nun gut, 8.32 Uhr. Spulen wir mal vor. Wir machen mal 8.32 Uhr. Machen wir mal 8.15 Uhr. So, dann melden wir unseren Dienst an. 15.06 Uhr steht da. Jawohl, Dienstnummer. Und hier steht auch unsere Umlaufnummer. Das ist die 22101. Ein Jabe. Dann haben wir hier auch, anders wie bei allen anderen Bussen, eine Übersicht unserer Schicht, mehr oder weniger. Das heißt, wir setzen jetzt 8.32 Uhr, da setzen wir ein, von Altona Bahnhof, mehr oder weniger, zur Shanghai-Allee. Oh, 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 das ist Nieling. Bemerkung, Einsetzer, Aussetzer, finde ich auch sehr lustig. So, das ist auch richtig. Fahrt Shanghai-Allee, Fahrt in 16 Minuten. Jawohl, da haben wir auch jetzt unser Almex voll ausgestattet. Draußen sieht das Ganze dann so aus. Hafen City, Shanghai-Allee, schön mit Tagverlicht. Das Licht sieht dann so aus. Da macht er nämlich das Tagverlicht aus. Finde ich auch cool. Dann haben wir Fernlicht. Und können dann das Ganze wieder ausmachen. Schick, schicker, am schicksten. Ja, und Moment, jetzt will ich mal eben gucken. Pause 111 Terminus. Das ist der Terminus, das heißt Pause plus Start. Aha, okay. Das habe ich vielleicht den Fehler gemacht, dass man hier zuerst hinfahren muss, weil ich habe bei den anderen Probeaufnahmen, deswegen hat es jetzt auch so lange gedauert, bis das Video hier erschienen ist, immer von hier aus direkt hier rum und hier vorne ist unsere Haltestelle. Vielleicht muss ich zuerst dahin, weil erster Halt ist ja, ne? Gut, das können wir jetzt ausprobieren. Fahrt in 16 Minuten, da spule ich noch ein bisschen vor. Bum, 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 bum. Dann würde ich sagen, geht die Linie 111 los. Und wir hören jetzt mal auf das Motorengeräusch beim Anfahren. Da ist jetzt der Dieselmotor mit dazugekommen. So, dann fahren wir hier mal hin. Machen das Türchen auf. So, erster Halt hätten wir dann. Auch die Darstellung hier unten im Display ist sehr gewöhnungsbedürftig. Wenn man nämlich jetzt hier die Türen öffnet, hat man hier vorne das Helle, was jetzt hier ist. Das soll die Windschutzscheibe sein. Also total blöd eigentlich dargestellt, aber naja, was will man machen. Und die Türen gehen auch unterschiedlich langsam zu. Zuerst der linke Flügel, dann der rechte Flügel. So. Dann habe ich noch irgendwas vergessen. Irgendwas habe ich noch vergessen. Ich hatte gerade eben irgendwas im Gefühl, dass ich irgendwas vergessen hatte. Egal. Wir fahren jetzt mal rum. Und hoffen, dass dann die Fahrgäste mitfahren wollen, die da stehen. Nämlich hier vorne unsere Haltestelle. Die haben sich zwar immer bewegt und sind zwar immer mehr oder weniger vorgeruckt, aber sie wollten nie einsteigen. Und? Ja! Hallo! Hallo! Moin. Moin! Moin, moin! Moin, moin! Ja, und die nächsten Besonderheiten bei diesem Add-on. Wir haben das erste Mal in OMSI animierte Fahrradfahrer, die jetzt am Verkehr teilnehmen. Oh mein Gott! Die KI habe ich auch schon zu Genüge kennengelernt. Wir haben neue Stimmen bei den Leuten. Ich hätte jetzt schon eigentlich meine neuen mit hier reinkopieren können, weil das ist auch was besagtes Video, was ich euch eben genannt habe, auch beinhaltet hatte, dass man im Prinzip, wenn man hier irgendwas Neues hinzufügen möchte, bei Bussen geht es noch einigermaßen, aber bei Karten und jetzt zum Beispiel bei den neuen Leuten, das ist wirklich unheimlich schwer. Man kauft sich ein Addon, wo da eine andere Fratze drauf ist, zahlt dafür 15, 16 Euro und muss die dann auch noch selber in jede einzelne Karte, die man sich mehr oder weniger dann mit dazu damals bestellt hat oder gekauft hat bei OMSI, noch selber reinkopieren. Ist halt so eine Sache. Genau wie die Hofdateien, die man praktisch für jede Karte in jeden einzelnen Bus reinkopieren muss. Und bei meinen Bussen, die ich jetzt mittlerweile, also meine Flotte, ich habe letztens mal grob geschätzt, ich habe jetzt knapp 40 Busse.
die ich hier habe und mit euch mehr oder weniger fahre. Und das ist schon eine ganze Menge. Und da in jedem einzelnen im Prinzip dann das reinkopieren, naja. Aber nun gut, ich wollte hier was anderes einstellen, nämlich das Wetter. Jetzt weiß ich es nämlich wieder. Ich habe nämlich festgestellt, ich fahre hier immer bei herrlichem Sommer. Und jetzt sind wir mal uselig. Das heißt, wir können nämlich jetzt direkt auch unser Licht anmachen im Innenraum. Achso, hier auch mit der Werbung, schön vom Addon natürlich, versteht sich. Bahnhof Altona, volle Energie bei null Emissionen, unsere neue Hybridbusse. Das ist nämlich jetzt auch neu bei der Linie 109 an der Endstation, dass wir diese Ladestation oder Dockingstation da haben. Was sehe ich denn da? Woll? Ist das jetzt nur so, weil... Moment. Ich vermute mal, die haben es nur angedeutet, weil man sieht es ja nicht. Es ist die Schrift von Volvo, aber sie ist verdeckt. Das heißt, es steht nur wo... Naja, also ich bezweifle oder denke mal, dass es hier, wie gesagt, nicht die originale Volvo-Lizenz gab. Eieiei. Draußen können wir dann auch mal die Funzel... Was machen die denn da? Ja, Freunde, das ist mal ein Wendekreis. Das ist mal ein Wendekreis, muss man sagen. Dann löscht an. Sehr schön. Und dann geht's bei typischem deutschem Nordwetter jetzt gleich dann mal zur Shanghai-Allee. Wir fahren in... Ah, ich quatsch hier, dabei muss ich abfahren. Auf geht's. Es ist so schön. Es ist so toll, wenn es funktioniert dann. Das war wirklich mein Fehler. Ich bin sofort praktisch von dem Platz, wo man im Prinzip startet, wenn man sich den Bus auswählt, direkt zur Haltestelle gefahren. Und das war mein Fehler. Aber das ist auch wiederum komisch, dass ich dann, obwohl ich eigentlich nur den Pausenplatz nicht mitgenommen habe, keine Fahrgäste einsteigen. Aber naja. Das habe ich seit Jahren nicht erlebt. Ich bin ja auch schon seit Jahren nicht mehr mit dem Bus gefahren, sondern immer nur mit dem Taxi. Und das ist jetzt was ganz was anderes. Ja, kommst nach vorne, Omi. Oh Gott. Die neuen Leute, vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal, wenn wir hier auf der Karte fahren, werde ich dann auch meine anderen Leute mit einfügen. Und dann bin ich mal sehr gespannt, was sie dann hier zu sagen werden. Und vor allen Dingen, an manchen Stellen ist es so total am Thema vorbei, dass die irgendwas sagen. Ich bin jetzt hier ganz normal rechts abgebogen. Wenn man mit dem TXL in Berlin fährt, möchte ich nicht wissen, was die Leute dann da sagen werden. Ich will sofort aussteigen. So, ich muss jetzt hier irgendwann mal rüber, Leute. Was machen die da vorne? Was machen die? Was machen die? Was machen die? Komm, fahr schon. Ah, Leute! Die haben Bohr ja wieder hier. Das hier ist keine Haltestelle für uns. Auch das Plastik, wie das dann kurz bevor der Motor ausgeht, dann nochmal so wackelt. Das, finde ich, haben sie wirklich geil gemacht. Und total auch ungewohnt, dass wir jetzt hier stehen und es ist mucksmäuschenstill. Keiner sagt was. Wir könnten flüstern. Ich höre nur den Regen auf den Bus prasseln. Das ist ein Silent Let's Play jetzt. Am Wochenende haben wir hier auch eine Umleitung auf der Linie, weil wir haben ja Fischmarkt. Aber die weiß ich nicht, wie ich die euch zeigen kann. Ich werde mir was einfallen lassen. Keine Sorge! Wir bleiben stehen. Warum bleiben wir stehen? Oh. Genau. Einfach abbiegen, ohne auf die Bremse zu treten. Genau. Ihr könnt es doch. Upp, was ist los hier? Was geht los da rein? Moin. Ich muss gerade mal hier... Eieiei. Dieses Addon schafft mich.
Moment, jetzt muss ich erstmal hier. Moment! So, weiter geht's. Oh, der lässt mich ran, das ist nett. Hier habe ich auch gebraucht, um erstmal Behnstraße und Elbberg. Anstatt man da irgendwie so eine klare, detaillierte, beziehungsweise eine klare, Trennung macht? Nein, man benennt die Pfeile nach Haltestellennamen. Gut, die nächste heißt jetzt Gott sei Dank Elbberg und sie sagt sie uns auch jetzt an. Aber beim ersten Mal stand ich da und hab mir gedacht so, wohin? Musste dann erstmal auf meinen Plan gucken und als ich dann Elbberg gelesen habe, dann war klar, wohin ich muss. Aber trotzdem, ist ein bisschen komisch gemacht. Da vorne biegen wir jetzt gleich links ab und dann fahren wir mehr oder weniger auch schon in den Hafen rein. Der liegt jetzt im Prinzip so links vor uns. Und auch für einen E-Bus, finde ich. Oh, fahr schon! Für einen E-Bus hat der echt einen lahmen Anzug. Also, ich finde, unsere E-Busse, die wir hier bei der Rheinbahn haben, die haben einen stärkeren Anzug. Ein Düsseldorfer. Da ist ein Düsseldorfer. Wie geil ist das denn? Hallo. Düsseldorfer. Ich muss mal eben hier anhalten. Ich war jetzt so fasziniert von dem Düsseldorfer. Ja. Pff. Warum rollt denn mein Bus jetzt? Warum bist du so groß? Damit ich dich besser sehen kann. Hier sind jetzt die Ansagen irgendwie auch wieder sehr leise geraten, muss ich sagen. Und was man sich dabei so gedacht hat, ist... Ja, ich weiß, es war jetzt ein bisschen schnell. Altona. Also die Betonung wieder von... Oh, das ist Haltewunsch, oder was? Ich bin mir noch unsicher, was das für Knöpfe sind. Weil wenn man drauf drückt, passiert nichts. Oh, Düsseldorfer, jetzt fahr schon. Wobei, der kann bestimmt nicht fahren, weil davor der ihm... Der fährt nicht. Was ist das für einer? Bestimmt ein Hamburger. Ah, oh, fahr schon! Oh ja, schaut euch da mal bitte rechts an. Sieht das mal geil aus. Sieht das... Ach so, nee, das war die verkehrte Taste. Nein! Verfickte Scheiße. Moment. So, jetzt. Ich wollte eigentlich was anderes. Ich wollte eigentlich das Kneeling haben. Da ist es. So, und ich weiß, wir sind, sollten eigentlich schon längst hier abgefahren sein, aber das müssen wir uns einmal angucken. Wenn man sich sowas Tolles hier schon vor die Tür setzt, da muss man sich das auch mal anschauen. Ja, das sieht doch mal herrlich aus. Queen Mary 2 habe ich zuerst gedacht, aber... dafür ist sie ein bisschen zu klein. Hier haben wir das Terminal. Oh, da hinten liegt noch ein Schiff. An... Eieiei. Na, das... ja. Man darf sich die Karte nicht zu genau anschauen. Aber ich finde, sie haben es doch schon, auch wenn es hier spiegelverkehrt ist, wirklich gut getroffen. Auch da so kleine Fischerboote. Hier ein Segelschiff. Okay. Sehr schön gemacht. So, ja. Der Tom, der steht hier mit seinem Bus mitten im Weg, weil er sich die Leute anguckt, Gegend anguckt. So, wir fahren. Mein Bus ist weiß geworden. Ah, ist das herrlich. Ach, die Grafik kommt gleich wieder, keine Sorge.
Einige von euch werden bestimmt jetzt auch wieder in die Kommentare schreiben, hey, Tom, du kannst dir ganz einfach... Ruhe da hinten, wenn ich was am Erzählen bin. Du kannst dir ganz einfach die Volvo-Zeichen runterladen. Das ist bestimmt so, aber ich möchte euch das erstmal jetzt hier so zeigen, wie man es sich kaufen kann. So, und weil es so schön ruckelt, mache ich jetzt erstmal eine Pause. Und bin wieder da, damit wir die Asynchronität vermeiden. Ach, Mann. Ich bin aus Versehen nur auf den Knopf gekommen. Wieso habe ich jetzt permanenten Flügelbetrieb? Und wieso wird mein Bus immer weißer hier? So, raus. Beides. Hier wird so langsam alles weiß. Na also. Okay, kannst direkt wieder zugehen. Zu. So. Weiter geht's. Oh. Leichter Stau hinter mir. So, jetzt erst auf die Bremse, dann auf das Gas. Oh, sie meckern mal nicht. Steigen die eigentlich auch hinten ein? Nein. Doch, steigen sie wohl. Moin. So, jetzt erst auf die Bremse, dann auf das Gas. Das hat wohl, glaube ich, auch nur Volvo. So, und wann kommt jetzt mal bitte meine Textur hier wieder? Oh, herrlich. Oh, herrlich. Bei mir kann nichts irgendwas mal glatt gehen. Ich lade das Ganze doch jetzt hier nicht nochmal neu. Okay, der gelbe ist Haltewunsch, aber wofür ist der rote? Eieiei. Keine Ahnung. Hallo? Hallo? Was war das? Hallo? Freunde, ich, ach, das ist doch zum Kotzen. Ich, werde das Spiel mal eben neu laden. Ich bin sofort wieder da. Es hat nicht ausgereicht, die Situation neu zu laden. Nein. Ich musste gleich das ganze Spiel neu starten. Und wir haben wieder alles da. Bremse, Gas. Wieso? Ja, ja. Weiter geht's, diesmal mit richtiger Grafik. Habe ich auch noch nicht gesehen. Die Hamburger Doppeldecker. Servus. So, aber mir fehlt hier was Elementares. Meine Pfeile. Moin, moin. Wunderschönen guten Morgen. Moin, moin. Morgen. Eieiei. Sind die alle so freundlich zu mir? Kommt der Kollege. Es gibt ja auch ein schönes grün-weißes Repaint. Genau, jetzt kommen wir nämlich auf dieses... Jetzt kommen wir auf die Sündenmeile Hamburgs, auf die Reeperbahn und fahren sogar gleich an der Davidwache vorbei.
Ja, nachts um 12:30. Es ist wirklich sehr sonderbar und komisch. Jerry, ich glaube, man hat dich hier jedes Mal im Video gesehen, kann das sein? Hier kein Motor zu hören, das ist echt komisch. Wer übrigens mir noch helfen möchte bei dem Citaro Low Entry, also bei dem Citaro LE, da haben mir schon einige bei Berlin X10 versucht zu helfen. Aber das hat nicht geklappt. Weil ich habe zwar die Seiten gefunden, aber dummerweise waren alle Links nicht mehr verfügbar. Das heißt, ich konnte ihn mir nicht runterladen, was wirklich sehr schade war. Und das, was ich mir runterladen konnte, das hat überhaupt nichts gebracht. Also ich habe es alles eingefügt, aber ich kann es leider nicht auswählen. Genießen wir den Bus mal von außen. Also ein kleines Erlebnis ist es nicht. So viel steht schon mal fest. Die Davidstraße an der Davidwache. Oh, was ist das für ein geiles... Was war das gerade? Mhm. Wie geil ist die Kameraeinstellung denn bitte? Die ist ja mal fast geiler als beim Busfahrer. Schick. Und wann fahren wir hier? 111. Sofort. Und wo ist bitte die Linie 36? Na? Toll. Alles wieder zu spät hier. Und der Busfahrer sieht doch anders aus. Ich hätte jetzt sagen, gerade, das ist ja ein Fahrgast. Hä? Moment mal. Da ist er. Was ist denn das? Wo ist denn mein Busfahrer hin? Das ist kein Busfahrer. Schock, schwere Not. Eieiei. Bremse, Gas. Eieiei. Wenn man hier so alles sieht und entdeckt. Tja, doch da hinten kommt, glaube ich, die Linie. Das sofort ist immer ein dehnbarer Begriff, genau wie bei uns in Düsseldorf. So, hier links ist jetzt die berühmte... Die berühmte Davidwache. Und wie gesagt, die Häuserfronten, die hat man hier wirklich sehr schön getroffen. Hier... Eieiei. Auch mit dem Kopfsteinpflaster. Schick, schick. Da ist sie. Ich wollte doch sagen. Da halten wir doch jetzt gerne mal an. Und schauen mal, was die Entwickler hier auf der Herbertstraße, na, wer kennt es nicht, so alles gemacht haben. Das ist ja jetzt wohl eine Verarsche schlechthin. Ach, guck mal, und den Zaun nur von einer Seite animiert. Ah, das ist doch, ah, schade. Aber naja. Naja, weiter geht's. Oh, guck mal hier. Ich bin sogar einigermaßen pünktlich. Mach hier eine Sightseeing-Tour. Moin. Na, willst du wohl zugehen? Ist immer auf diese... Das auf diese Bremse latscht, das verstehe ich nicht. Jerry, was ist los? Ja, was denn? Fängst du jetzt auch an, wie die Biesel hier rumzuquietschen? Übergang zu den S-Bahnlinien.
S2 und S3. Next stop, Landungsbrücken. Please exit here for hoverboat trips. Change here for rapid transit line. Die Ansage gibt es wirklich so, das weiß ich. So, Pause. Weil es hier wirklich sehr oft stockt. Na, Startrundfahrt. Es ist cool, dass man das hier gemacht hat. Und auch die Landungsbrücken. Ich meine, wer kennt die Landungsbrücken in Hamburg nicht? Von da aus fahren die ganzen Fähren. Von da aus geht es rüber auf die andere Seite zum Musical Der König der Löwen. Hat man sogar hier auch nachgebildet. Eine schöne, runde Sache, finde ich. Obwohl, wie gesagt, mit zwei Linien, mit zwei neuen Linien, das Add-on wirklich ein bisschen dünn ist, muss man sagen. Also da hätte ich mir gerne ein paar mehr Linien gewünscht. Und sofort geht der Motor aus. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich mit diesem Bus fahren würde und mich würde mich hinten hinsetzen, dass mich das schon ein wenig nerven würde, wenn jedes Mal der Motor aus und wieder angeht. Also das würde mich, glaube ich, schon stören. Da, schon wieder. Ah, nee. Aber der Bus fährt so original, jetzt aktuell in Berlin, wollte ich gerade sagen. In Hamburg rum und ja, Pinneberger. Die Hamburger müssen es ja wissen. Da sind die Fahrradfahrer, von denen ich gesprochen habe. Schaut sie euch an. Herrlich, oder? Hallo, da oben. Da fährt sogar jemand. Ja, und da muss man höllisch aufpassen. Die fahren auch einem überall rein, wo sie nicht eigentlich reinfahren sollen. Hier rechts, wie gesagt, die Landungsbrücken. Da drüben sehen wir die... Aha! Das Segelschiff, auf das man ja auch übernachten kann. So, wenn ihr hier einfach mal stehen bleibt, dann bleibt ihr auch stehen. Dann gucken wir uns das hier drüben mal an. Ja, das ist auch interessant. Hier fahren nämlich auch... Oh, ich muss jetzt aufpassen, nicht, dass mein Bus jetzt gleich wieder weiß ist. Polizeiwagen. Und hier hinten sehen wir König der Löwen, das Musical, da steht's. So, weiter geht's. Da ist überhaupt nicht hier ein Fahrradfahrer. Dafür wohl nicht wahr sein. Da oben fährt die Hochbahn. Herrlich, einfach nur herrlich. Graffiti haben sie auch gemacht, wie ich gerade gesehen habe, da schon wieder. Eieiei. Muss das jetzt sein? Ja, das muss sein! Lalalalalala. Nächste Runde rückwärts. Und ich meine das, wie ich das sage. Oh, hab ich nicht gesehen. Warum bremsen die denn so? Scheiß Pinneberger hier, du. Pillemann, du. So, jetzt fahren wir mal wieder gesittet hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Man könnte fast meinen, das ist schon eine LED-Ampel, so hell wie die leuchtet. Warum habe ich hier eine Türstörung? So, Fahrradfahrer, hallo, du hast mich rauszulassen. Gerade noch so rausgemogelt hier. Nächste Haltestelle,
am Kaiserkai Elfenharmonie. Wir fahren hier auch verdammt nah am Mivola vorbei. Ist nur schade, dass man das nicht irgendwie mit eingebunden hat, irgendwie, dass man da mal so reingucken kann oder fährt so eine kleine Eisenbahn oder so. Das wäre schön gewesen, aber ich glaube, das wäre auch zu viel gewesen. Wobei es eigentlich eine Attraktion für Hamburg ist. Und guckt euch das mal an, wie nah der Fahrradfahrer an mir vorbeifährt. Und? Er bleibt stehen und fährt über Rot. Wie geil. Oh, herrlich. Wie geil. Er fährt über Rot. Ich vermute mal, weil die Animation fehlt, wie er stehen bleibt. Weil wenn er stehen bleibt, muss er ja einen Fuß abstellen. Und ich glaube, das wollte man sich schenken. Ach, liebe OMSI-Entwickler, ihr habt doch echt immer ganz lustige Einfälle. Ich glaube, links auf der Brücke, das geht nämlich ja in die Speicherstadt. Ich glaube, da habe ich damals bei meinem Besuch im Mivola auch ein Video gedreht. Das geht dann da so links rein. Da rein. Und da hinten rechts ist dann das Mivola. Nein, links ist das Mivola. Nee, was denn jetzt? Links? Nee. Rechts? Ist doch scheißegal. Links oder rechts? Eins von beiden. Könnt ihr euch aussuchen. Oh Mann! Idiot! Es ist so ungewohnt, dass der Motor nicht läuft. Was passiert, wenn ich jetzt nur die Türfreigabe mache? Aha. Wirklich viele setzen sich da aber nicht. Moin. Moin. Ja, die Elbphilharmonie, die haben wir uns noch nicht angeguckt. Das werden wir jetzt gleich mal machen. Na? Da, warum stehen die? Ich kann der Ollen unter den Rock gucken, das ist ja furchtbar. Eieiei. Das sieht ja vielleicht aus. Die Strumpfhose geht ja gar nicht bis oben hin. Eieiei. Warum wollt ihr nicht mitfahren? Okay, dann nicht. Dann gucken wir ganz schnell wieder vorne hin. Achso, Bremse, Gas. Eieieiei. Erst in Berlin ohne Unterhose, jetzt hier unter den Rock gucken. Ja, da seht ihr, wir nähern uns auch dem Ende dieser Linie. Lang ist sie nicht, aber dafür war der Teil lange, weil ich viel über den Bus erzählen musste. Klar, beim neuen Bus, da muss man erstmal ein bisschen den Bus auseinandernehmen, bevor man dann an die Strecke geht. Und ich glaube, das versteht ihr auch. Ja, die Elbphilharmonie haben wir uns noch nicht angeguckt. Weiß ich nicht, ob man die jetzt hier noch sehen kann. Nein. Schade, schade, schade. Moin.
Oh, der Spiegel ist da richtig gut eingestellt. Na, nun komm schon. Hier hat man so viel Platz. Warum hat man hier keine Haltestellenbucht gemacht? Moin. Moin. Hallo. Hallo. Das heißt Moin Moin. Das ist kein Hamburger oder was? Die gesagt? Irgendwas mit U-Bahn. Da liegt noch so ein Pott. Hey, habt ihr einen Schaden dahin oder was? Hier, kannst du aussteigen. Echt, ey, wo sind wir denn hier? Oh, ich hätte mal ein bisschen weiter einen. Naja, egal. Oh, was ist das hier? Brackwasser? Nee. Könnte man Hafenbecken werden. Naja, die Elbphilharmonie sehen wir leider nicht. Oh, wie geil. Die fahren ja an mir vorbei. Cool. Und jetzt stehen bleiben, natürlich. Osaka Allee. Zum Internationalen Maritimen Museum Hamburg bitte hier aussteigen. Okay. Pause. Wieder da mit Taxi in Bus. Vor allen Dingen, warum fährt er jetzt nicht? Er könnte vorziehen. Er könnte. Er muss nicht, aber er könnte. Naja. Genau das hatte ich mir gedacht. Das war eine Kurve hier. Klar! Ups! Der war jetzt aber nah. Das ist noch einer. Ja, dann geh doch! Geh rüber! Ich komm sonst nicht hier rum! Oh Gott, Olle! Toll! Du blöde Kuh, ey! Hallo! Hallo, ey! Bus! Null! Kennst du Null? Neutral! Gut, kennt er nicht. Rückwärtsgang funktioniert nicht mehr. Also wirklich. Ah, busfrei. Ich wollte schon sagen. Musst du hier links abbiegen. Oh, Aufreger nonstop. Es wäre schön, wenn auch so ein Schiff endlich mal ablegen würde. Jerry, hey! Unglaublich, dieser Kater. Lass es sein. Der sitzt da gerade, also... Das müsstet ihr sehen. Das sieht schon lustig aus.
Geh wieder. Geh wieder spielen. Wo geht's denn hier rein? Ah, das ist ein Fahrradfahrer. Ja, bloß weg hier mit deinem Fahrrad. So, jetzt setze ich mich vor dich. Ich will ja gar keine Aus- und Einsteigen. Oh, schade. Ja, Endstation, Freunde. Willkommen in Japan. Ist der Fahrradfahrer? Wenn man pumpt, desto mehr Druck verbraucht man und desto eher geht der Motor an. So, ich glaube, hier müssen wir rechts abbiegen, oder? Ja. Wie das immer so herrlich. Ach du liebe Zeit. Da fehlt ein bisschen was von den Buchstaben. Das, da hören wir die Polizei, dass man die Ansagen hier wirklich genommen hat. Die hören sich so furchtbar an. Warte mal, ja, dann nicht. Wo kommt er denn? Da hin, wie geil. Die sind über Rot gefahren. Hier die auch? Wie geil ist das denn? Gefällt mir. Oh, direkt, da steht der Nächste. Kingas, ich habe... Doch, Moment, Moment. Wie geil. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Wie geil ist das denn bitte? Die haben sogar animiert, dass das Ding stehen bleiben kann. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Schick. Gutes, was wir uns mal angeschaut haben. Meine Güte, wo ist denn diese Allee? Ich glaube, da hinten ist es, oder? Eieiei. Und wieder warten. Bei vollkommener Stille. Auch ein, das ist glaube ich so typisch bei den Exoten, dass wir auch hier jetzt beim Volvo ein Drehzahlmesser haben. Weil bei Mercedes und MAN gibt es sowas nicht. So. Da wären wir. Terminus plus Start. Ach, von hier starte ich auch wieder. Das war's. Okay, 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 okay. Sehr schön. Ja, Freunde, das war Fahrtende. Bitte nicht einsteigen. Wie cool. Das war mal sehr interessant, die Fahrt, muss man sagen. Ja. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich da nochmal drücke? Da nochmal drücke, meine ich. Oder da, oder hier, oder wo, oder überhaupt. Ach so, hier können wir jetzt wieder, zack, Bahnhof Altona. Ja, die Fahrt machen wir aber nicht, die kennen wir ja jetzt ja ohnehin schon. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei der Linie 6.
Auch lustig, normalerweise hätte ich die Linie 6 jetzt zuerst fahren sollen, warum ich jetzt die Linie 111 zuerst gefahren bin. Komisch. Egal, öfter mal was Neues. Ja, beim nächsten Mal fahren wir dann mit dem Gelenkbus. Ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Ich hoffe, euch gefällt dieses Add-on. Bis zum nächsten Mal dann also. NRW bei 18. Adieu.